guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JV, bevor wir uns gehen. Und wir haben uns was wirklich Wunderschönes überlegt für euch. Etwas, was mich sehr freut. Etwas, was wirklich mir sehr viel Freude bereiten wird. Und euch, denke ich, auch. Denn wir gucken zusammen auf etwas, was genau hier liegt. Da. Wir haben den D&W-Katalog 1997, Entschuldigung, ich wollte schon, guck mal, fängt noch mit 2000 an. Wann bist du geboren, Peter? 98. Verdammte Scheiße. Die sagt, dieses Stück Papier ist älter als du. Das ist crazy. Das ist echt krass. Ja, aber sieht schön aus, dass man das so sieht. Also, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, denn hier ist, da müssen wir ganz viel pixeln, hier ist natürlich auch Nacktheit drin, was bei YouTube natürlich nicht gerne gesehen ist. Aber wir malen das Bild mal eben. Es ist 1997. Ich liege frisch pubertär in meinem Bett. Da habe ich, ich glaube, das war der Übergang, wo ich dann meine eigene Wohnung schon hatte mit 17. Wo das in meiner nicht ausgerüsteten Wohnung ist. Ich bin auf einer Matratze auf dem Boden und dieses Stück Papier lag. Bücher daneben, ja. Mit 17 bist du 17, ne? Also da, ne, Peter? Ja, gehört dazu, ne? Macht man auch heute noch. Da wächst man nicht raus. Peters Blick, ey. Job her, Mann. Auf jeden Fall ist es für mich gerade eine riesengroße Freude. Die Firma D&W hat mir diesen Katalog geschenkt aus dem Jahr, was halt wirklich sehr viele Träume von mir beinhaltet. Man muss überlegen, dieser Katalog, bevor wir gleich loslegen, ist halt so krass für mich, weil das sind die ersten Männerträume. Weißt du, du hast noch vorher so Modellbau, Robbe, Graupner-Kataloge, Toys R Us als Kind, wenn das so eine Einlage in der Ruhrnachrichten, in der Zeitung so war. Und dann kam das. Und du verbindest das ja schon, nee, das haben die echt klug gemacht bei D&W, mit einem Mädel kennenlernen, zur Disco fahren, zur Schule fahren. Du bist cool. Und hier drin sind diese Träume. Also wir fangen jetzt an. Wir können reinzoomen dann immer, ne? Auch. Ja. Geil, okay. Also so sah das von außen aus. Das war der harmloseste lange Zeit. Das Jahr danach war krasser und die Jahre davor waren deutlich krasser covertechnisch. Also wir sind schon mal glücklich, dass wir nicht pixeln müssen, weil die Mädels sind sehr... Aber also es wird härter innen drin. Ich weiß. Wir haben schon geguckt, aber eventuell ist ja, er gerade offen. Klebt es zusammen? Nee, noch nicht. Perfekt. Was müssen Mädels denken, wenn wir so reden? Also, ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall, es geht los. Das Extreme für mich ist, was werdet ihr kennen. Ich habe das ja bestimmt 10.000 Mal durchgeblättert. Ich weiß, wenn ich die Seite sehe, nicht auswendig mehr, aber ich weiß, ah stimmt, die Seite kam. Und diese Gesichter kenne ich, weil man das so oft durchgeblättert hat. Also so sah das aus und früher war halt Marketing mit Frauen, ne? Schöner Leben, D&W. Hier kommen ganz viele Marketing-Sprüche, die werden euch aus dem Leben schießen. Sie suchen etwas Spezielles, immer der Farbe nach. Hier, ernster Blick. Diese Mischung aus Playboy und Tuning war hart. Und das hat auch einfach ganz krasse Vibes von diesen Filmen aus der Zeit. Ne? Also wenn du sie so siehst, guck mal. Voll. So die Sekretärin, die, ne? Ah, ihr wisst Bescheid. Dann konntest du hier so einen Boxer gewinnen. Jetzt überspringen wir alles. Überspringen wir. So, das ist das D&W-Gebäude, das kennen natürlich viele von euch. Ein postmodernes Gebäude, bei dem die Schwingen des Adler in blauer Glasfassade wieder... 3,40. Okay, das... Nein, nein. Nein. So, jetzt müssen wir schon hier aufpassen leicht. Das, darf man das zeigen bei YouTube? Ja. Limit? Wir machen es besser weg. Also hier. So, hier, ne? Und dieser Laden, wenn du da reingegangen bist, du musstest sehr viel Mut zusammennehmen als Junge. Du bist da rein und das ist nicht wie heute so. Und vielleicht ist es sogar heute bei Jugendlichen, die bei JP Performance reingehen, weil dann geht man cooler und man hat ja keine Kohle gehabt, ne? Ich war das erste Mal bei D&W, glaube ich, da war ich 16, natürlich kein Führerschein. Bist mit Kollegen mitgefahren und gehst dann da rein, das war schon echt krass. So, dann Werkstatt. Das ist die Hauptfiliale, ja? Heute würde man sagen der Flagship Store. Das war einfach nur Lager und Produkte. Center Bochum. Dann gab es Center Frankfurt. Center Kassel, Center Hamburg und früher waren fast alle DTM und Tourenwagen, SCW-Autos hatten D&W-Werbung vorne dran. Ne? Das war wirklich verrückt. Heute ist, glaube ich, KW, ist auch eine Zeit lang gewesen und davor war D&W. So, jetzt müssen wir, hallo, D&W, das ist Begeisterung pur, wie hier auf der großen D&W-Show in Bochum. Puh. Hier, wie hieß der nochmal? Captain Jack. Captain Jack und die Gruppe Erotic sorgt für Beifallstürme. Hier tobt das richtige Leben. Aber ich vermisse die Zeit echt krass. Das war schon echt cool. Hier, guck mal hier. Posen.
Wir brauchen Teile, wir wollen Teile. Ach, das, dieses, die Klimaanlage vorne mal an, weißt du, die Frauen waren immer so. Mund leicht offen. Eine Viper. Ja. Blond ist keine Haarfarbe, sondern eine Lebenseinstellung. Oder, Peter? Ja. Ich habe nichts zu verbergen. Puh, ist aber auch knapp fotografiert hier schon wieder. Räum weiter. Neue Schuhe drücken immer. Das Beste am Auto ist die Frau daran. Ich mache sowieso, was ich will. Und dann so eine laszive Bewegung so. Aber das hat mich früher... Guck mal, hier sind jetzt... Das ist jetzt gepixelt, ne? Aber hier sind jetzt Busen zu sehen. Darf ich das sagen? Darf ich? Ja, okay. 17-jähriger Jean-Pierre. Busen. Das blüht die Handfläche. Nein, aber das heißt, in diesem Katalog waren ja deine Tuning-Teil-Träume und Busen. Das ist schon ein krasses Teil so, ne? Also das war schon ein Highlight. Quasi ein auf Papier gedruckter Manta Manta, oder nicht? Ja, ja. Und die Anleitung zum Coolsein, ne? Also ich weiß, ich hab ja gestern. Oh, Leute, guck mal hier. Warte. Hier waren so Fotoaufnahmen von Leuten. Vielleicht können wir auch nochmal Bilder reinmachen in groß von diesen D&W-Shows. Da sieht man nämlich. Weil ich glaube, für dich ist das schwer vorstellbar, weil du das, glaube ich, mit heute projizierst. Okay, Peter? Weil, warte. Ich überspringe das mal hier. Warte. Wo ist das denn? Weißt du, wie Männer aussahen 97, 96? Die hatten so Blousonhosen und Schulterpolster. Wir hatten Schulter. Also ich nicht. Erwachsene Männer hatten Schulterpolster-Jackets. Ist das so Modern Talking-Zeit? Ja, klar. Okay, und du warst, wenn du das heute siehst, lachst du dich kaputt, ne? Du warst der Boss mit Schulterpolstern. Ja, Mann. Also, das keine Ärzte nehmen können. Digga, also, wenn du heute mit so Schulterpolstern und so einem Gürtel, wo die Schnalle so hier runterhängt, in so Chrom. Das ist Karneval. Also richtig. Du hast so ein Seidenhemd an, so offen geknüpft. Eine Goldkette mit einem Panzer, der drüber hing. Du hattest Airbrush auf deinem Tank, den wir gleich hier finden werden. Du warst verdammt cool. Ne, nur als Idee. Entweder komplett lost oder in Hamburg auf der Reeperbahn. Ja, es geht los. Also, hier haben wir die ersten Teile. Ne? Brabus Räder wurden damals. Was kostet ein Brabus Radsatz dreiteilig damals? Alles D-Mark, ne? Es gab noch kein Euro. 2000 D-Mark? So. Ein Radsatz in 9,5, also 8,5 und 9,5 mal 18 kostet 8250 yeah. Mark. 8250 Deutschmark. Ja, Brabus war damals halt schon eine Nummer ein bisschen wilder, aber ihr werdet sehen, das ist alles D-Mark-technisch schon ein bisschen teurer. Brighton, auch eine Firma, die es, glaube ich, nicht mehr so gibt, kostet der Radsatz 2.999 Euro in 8,5 mal 18. Aber es gab schon 9 mal 19, Leute. 9 mal 19 wäre heute ein wirklich großer Radsatz. Vor allem, wofür? Für einen 7er, okay. 9 mal 19 kostet 4.480 Mark. So. Dann Projekt 2. Projekt 2 habe ich gestern in meiner Story auch gezeigt. Die Außenspiegel, was kostet ein Projekt 2 Außenspiegel neu? 509 D-Mark. Heute ist das im Vergleich... Ein paar, okay. Das ist wie Gold heute. Das Einzige, was ich von Projekt 2 mal gesehen habe, ist so ein T4. Ja, Mann, der war viel. Die Projekt 2 Felgen drauf und der Grill und so. Ja. So, Projekt 2 Außenspiegel waren 509 Euro. Projekt 2 Scheinwerfer, die auch an unseren G3 kommen, an den Golf. Wir haben auch Projekt 2 Außenspiegel, ne? Also das wird richtig geil, wir sind voll cool dabei, aber man muss dafür quasi Kredit aufnehmen. Ja, also Santander sagt danke. Scheinwerfer sind 695 Mark gewesen. So, ich habe natürlich auch davon geträumt, Projekt 2 war damals schon cool, ne? Keine Chance, 695 Mark für Scheinwerfer. So, aber wenn du umrechnest, 350 Euro heute für Scheinwerfer, sagst du ja, ne? Also andersrum. Für Scheinwerfer. 350 Euro? Heute freust du dich über 350 Euro. Na, volles Rohr. OEM-Scheinwerfer kosten ja jetzt 1500 aufwärts. Ja. Aufwärts. Ja, nee, Tuning. Schon Tuning, ne? Und Projekt 2 war schon eine sehr, sehr stilvolle Marke, die vom Design her heute immer noch ziemlich geil ist. Da ist der Projekt 2 Bus. Oder hier, den meinst du, ne? Den T4. Ja, kann sein. Ne, sowas, glaube ich. Ja. Ja. Auch heute noch geil. So, jetzt Hartmann-Auspuff. Wir machen mal einen Einspieler rein von einem Hartmann-Auspuff. An einem 2 Liter. So. Das war krass. Wenn du einen Hartmann war das Akrapovic von früher. Du konntest einen OMP, einen Bosi, einen Bosal, du konntest alle möglichen Auspuffanlagen haben, ne? Gruppe N, No Name, Novus. Wir finden gleich. Hattest du einen Hartmann-Auspuff? Dann guckte das so ein bisschen raus unten und der war so oval.
Gab es für alle Marken? Weil ich kenne nur bei so Golf. Also Hartmann ist so Corrado, Golf 1, Golf Cabrio, Golf 2, Golf 3, Vento, Joco. Und du musst dich nach weiteren Modellen fragen, denn die gab es noch nicht. Zu dieser Zeit, wo der Katalog rauskam, Leute, gab es keinen E46. Es gab ihn nicht. Krass. Der E36 war gerade top-notch. Das ist Wahnsinn, ne? Also, weil guck mal, wenn du hier durchguckst, die Liste muss nicht länger sein, weil es gibt keine anderen Autos. Weißt du, die man tunen können. Ein Hartmann-Auspuff war auch ein... Was kostet denn nochmal ein Hartmann-Auspuff? Also sag mal, du hast einen Golf 3 mit einem Hartmann-Auspuff, man 2 Liter, kostet 1150 Mark. Pum. Hm. Aber der klang echt gut. Ich fand diese drei Speichenräder echt geil, muss ich leider sagen. Das ist fürchterlich. Ich weiß. Fürchterlich ist das. Früher haben sie auch gesagt, fürchterlich. Ich fand das da... Mein Traumgolf war mit diesen drei Speichen. Oh, das ist auch nicht... der Traumgolf war mit diesen drei Speichenrädern und ich, das Bild, ich fand, wollte den Golf so. Ne? Das heißt, du hättest kaufen müssen, der DTM-Auspuff kostete damals 599 Mark. So, Abt. geil. Die Abteile heute sind ja wie Gold. Hast du die alten Abteile? Dann habe ich gestern meinen Jungs aus Amerika Videos geschickt aus diesem Katalog, ne? Hier Scotto und Jason und so, diese ganzen Volkswagen-Geeks aus Amerika, die sind durchgedreht. Wegen diesen Bildern. So, weiter geht's. Dann hier Twingo Tuning, ne? Twingo war ein sehr beliebtes Auto damals. Irmscher. Novitec. Novitec hat da noch kein Ferrari-Zeug gemacht. Novitec war, das ging gerade so los, aber Novitec hat diese Teile gemacht. Das war Novitec. Heute ist Novitec McLaren und Lamborghini und machen und tun. Nee, hier sind für einen Fiat Uno Turbo oder für so ein Coupé. Aber die waren immer in einem BMW-Katalog, ne? Also darf man nicht vergessen. TechArt. Felgen und Kompletträder. Super schön. Voll im Trend. Super leicht. Verbesserte Fahreigenschaften. Leichtmetall-Felgen. Leichtmetallfelgen ermöglichen Breitreifen. Das muss aber zum Gesetz gelassen. Leichtmetallfelgen ermöglichen Breitreifen. Frisst das? Was sind denn Breitreifen? Breitreifen war, glaube ich, ab 205. Und halt nie der Querschnitt, ne? Also wenn das Höhenbreitenverhältnis halt so ein bisschen in die Gegend ging wie früher. Das waren ja, guck mal, das waren ja so, das sehen wir gleich noch, so, das sind ja Bereifungsmaßen, die waren ja anders. 205 fährst du jetzt auf dem Mountainbike. Der ist ja so. Ist echt so. So, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht es ab. Warte. Guck mal hier, Toyo Dunlop SP8000. P6000, das war nix. Aber ein SP8000 Dunlop, da war schon echt Chef. Gibt es ein Modell, das sich bis heute durchgezogen hat von denen? Den SP9000 danach. Und SP9090, glaube ich. Den gibt es, glaube ich, heute noch. Aber es gibt kein Modell, was sich von da an so durchgesetzt hat, dass das so gut war, dass das jetzt noch gibt. Vom Namen her oder vom Profil? Nee, vom Namen. Also das Modell. Hier P0? Nee, das ist immer weiterentwickelt. Vom Profil her? Nee. Nee. Geil, das sind schicke Reifen. Okay. Ist echt so, ne? Das sind wirklich schicke Felgen, das ist immer noch geil. Immer noch. Und dann hat BMW damals schon verstanden, dass sie die einfach in China, also das war ja ein Rad, was es von einem anderen Hersteller auch gab, die haben einfach erst ihre Eigenmarken immer gezeigt und haben einfach die Räder ja quasi kopiert von den Marken, die gleich kommen. Das heißt, du hast damals gar nicht so das Denken, ich habe damals schon für mich gedacht, gerade das Rad sieht so aus wie das Rad da hinten. Ne? Und so ein Rad kostet hier in 7,5x17, was krasses, gutes, kostet 1590 die Felge als Komplettrad, 2780 Mark. Als Satz. Als Satz mit Reifen. So, dann konntest du Komplettrad 2 noch nehmen im anderen Reifen, 2820 Mark. So, ne, als Eigenmarke. Und an sich kannst du ja alles, was da ist, einfach so, konntest du damals dran klatschen, ohne irgendwelche Eintragungen, oder? Nein. Also, pass auf, ich gebe dir eine Idee, Peter. Da gab es TÜV. But nobody cared. But nobody, also wirklich, wo ich noch so angefangen habe, da habe ich mein Auto umgebaut, okay, fertig. Okay? Wenn angehalten würdest, so. Ich habe doch mal geschätzt, ich wurde mal im Audi TT angehalten. Straight Pipe. 8, das Rad ist bestimmt drin. Oh, das Rad ist bestimmt gleich drin. Real 8,5x19. Auf dem TT. War damals schon groß. Mit einem Hankook Ventus irgendwas. Straight Pipe und so einem Magna Flow Japan Style Endtopf dran, ne? Nichts dran. Brüllen laut, Blow-Ventil, offene Ansaugung, einfach rumgebastelt, wie so ein Junge halt das macht. Polizei hält dich an,
Mach mal die Karre aus, ich kann die überhaupt nicht verstehen, Alter. Du hast gar nicht dran gedacht, auszumachen. Es roch nach Sprit, es war laut, du konntest ihn kaum mit dem reden. Du hast gar nicht dran gedacht, das Auto auszumachen. Wenn jetzt Blaulicht oder sowas ist, du machst schon vor. Du rollst schon. Einfach nur Kupplung drücken und einfach... Genau, hinrollen. Oh ja, ausgegangen. Oh, sorry, Herr Wachtmeister. Machen Sie mal an. Oh, ich wegversperre, irgendwas stimmt nicht. Und früher war das überhaupt nicht, da hast du überhaupt nicht dran gedacht. So, und dann machst du halt aus und fragst dich, ob du gesoffen hast oder Drogen genommen hast. Und sagst ihm einfach nein. Und das war das fertig. Und so ein Polizist früher kam auch mit so... Ist das so ein Audi oder was? Ne? Immer wenn einer von euch von diesen Polizisten früher erzählt, dann denke ich immer an diese beiden Polizisten von Werner. Ja, das ist so waren die aber auch. Die waren, es gab nicht so wirklich, komischerweise gab es nicht so wirklich junge Polizisten. Das waren dickere, ältere Herren. Und die haben auch alle cool gesprochen. Was ist das hier? Das ist eine Karre. Man muss euch verstehen hier, Mensch. So wird ihr heute nicht reden. Fahrzeugschein, Führerschein, ne, so, ja. Und wenn die den Fahrzeugschein annehmen, gucken die auch nicht an, weißt du, so. Und früher, hast du was auf Ohren oder was? Ich kann überhaupt nicht hören! Und immer laut. Es war Ruhrpott, war damals echt Ruhrpott. Aber hast du dich richtig unterhalten können mit denen, so auch über Autos sprechen? So, oder? Das war nicht so, weil heute macht das, wir machen jetzt ja auch viel, um zu schleimen mit so einem Polizisten. So. Mhm. Früher war ein Polizist einfach, das siehst du jetzt. Okay. Ich hab nicht gesoffen, ich trinke einen Alkohol. Okay, tschüss, tschüss. Und dann bist du los, weißt du? Das war ein Rad, das habe ich nicht verstanden. Kannst weiterblättern. Nein, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, Leute. Das gab's nämlich auch in hier 7,5 mal 17.470 Euro. Ja, das sind die ganzen, aber ihr seht, ne, alles D&W Eigenmarken hier. D&W Eigenmarke. Das war die größte Marke dran. Genau. Und erstmal die Leute damit abhandeln, ne, und dann kommen dann gleich ja die anderen Marken, wo aber dann die gleichen Raddesigns nochmal kommen. Das war auch so ein Rad, das gab's nachher bei ATU so, ne, das war so diese Doppelspeiche. Und damals hat man Autos auch noch getuned bei ATU. Wenn du zur ATU deine Felgen geholt hast, bei ATU dein Radio geholt hast, bei ATU dein Auspuff geholt hast, war das okay. Und ATU gab es auch, wo ich ein Junge war. Ne? Also ATU gab es damals schon. So, alles D&W, Hausmarke. Hausmarke. Auch was für ein Felgenprogramm, ne? D&W muss eine Kohle verdient haben früher. Das sind alles Eigenmarken. Heutzutage kannst du das gar nicht mehr machen. Ich habe da gerade ein, zwei gesehen. Du würdest heute eine rausbringen und die würden dich zu Todeslawsuiten. Einfach, du kannst das nicht machen. Du bist einfach verklagt des Todes. Genau. Und voll. Keine Ahnung. Die hatten, glaube ich, ein Radprogramm von 20 Eigenmarken oder sowas. Eigene Räder. Ja, Bobby T. Ja. 1:1. Fertig. Ich kenne wen, der hat die im Vorgarten, in seinem Steinvorgarten. Und du kennst ihn auch. Grüße. Ne? Es ist wahrscheinlich sogar genau das Rad. Das ist jetzt krass, Leute. Wo das aber rauskam, wo die Felgensterne dann lackiert waren, dass ihr werdet jetzt lachen so, aber das war the shit. Felgen sahen halt Silber. Eine Felge war Silber. Eine Felge war nicht schwarz. Eine Felge war nicht schwarz im Stern. Das war the shit. So, jetzt geht's los langsam. Hier, Anterra. Das war sehr krass. Eine Anterra-Felge hatte nämlich das Ventil durch die Speiche gebohrt. Damals schon. Krasses Rad, krasse Technologie. Hier oben sieht man's, ne? Anterra Typ 143. Da ist das Ventil nämlich hinter der Kappe. Dann Momo-Felgen. Geisteskrank. Momo. So, seid ihr bereit? Eine OZ Futura. Hatte jemand ein E36 mit OZ Futura Felgen, war das nahezu dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Da warst du ein sehr, sehr krasser Mensch. Also du warst quasi eine Lichtgestalt. Ich kannte auch nur zwei Menschen, die echte OZ Futura Felgen hatten. Und die haben damals angeboten, 97, 8,5x20 und 10x20. Aber hallo, auf einer S-Klasse. Aber W140, also unsere S-Klasse, die wir hatten, der V12, mit 8,5x20 und 10x20. Das ist ein Boss. Heute. Ja. So, kostete 8.399 Mark. Aber wenn du heute 10x20 OZ Futura Original hast, kriegst du dafür 7.000 Euro. Boom. Guter Wetter, halt. Mhm. Boom. Geil, ne? Also OZ, krasse... Hier, RC-Rad, ne? Das ist eine Felge, wo ich der Meinung bin, das muss BBS wieder bringen. Das ist ein Rad, wo ich sag, da bin ich mir sehr sicher, dass es funktionieren würde. Ein bisschen modernisieren, krasses Rad. ACFA. Das Rad.
das Rad war der Shit, weißt du warum? Das haben die mit Zentralverschluss angeboten. Das heißt, du hast eine Distanzscheibe auf dein Auto geschraubt und dann eine wirklich echte Zentralverschlussmutter draufgeschraubt. Was kostet das? Das gibt's nicht. 8,5 × 17 für 3.270 D-Mark. Echter Zentralverschluss. Aber hat keiner geschnallt früher. Radwechsel in Sekunden, kein Problem. Naja. Ja, geil, also mega. Das muss ich sogar mal googeln, ob es da gebrauchte Radwechsel davon gibt. Das wäre echt krass. Und die Frage ist, so ein Gutachten von früher müsste ja heute noch gehen. Eigentlich schon. Vielleicht jetzt dann nur, wenn das auf ein aktuelles Auto hauen willst. Ne? Dann wird's, ja. Ja. Enkei. Aber wie man sieht, die ganzen Raddesigns kommen wieder. R und H, ein Traum, ein absoluter Traum. Auch die hatten ein Zentralverschlusssystem. Ja, auch mit Zentralverschluss. Das ging damals, ne? Das ist ein Azi-Schnitzerrad. Ist aber R und H. Oh, guck dir das an. Guck dir das an. Ist das geil oder ist das geil? Das in 18 Zoll. Das ist wie eine Serienfelge. Hammer, ne? Ja, nee, das ist aber ist etwas größer. So, Fender, komm, wir müssen mal hier. Oh, jetzt wird Maxi. Max, das ist nur für dich jetzt hier. Das ist nur für dich. Das sind die damaligen originalen TSW-Räder. Wenn du sowas hier hast, bist du ganz weit vorne dabei. Ganz, ganz weit vorne dabei. Was kostete das denn damals? Das kostete in 7,5 × 17 1430, eigentlich hat es alle gleich, 1430 Mark. Nachgemachte Borbit A-Flachdeckel. Das Rad. Erinnert ihr euch, was wir auf den Golf 2 draufgeschnallt haben? Auf unseren Fire Nice? Ja. Da ist es. How much? Das kostet 2000 Mark. Ohne Reifen? Ohne Reifen. Mit Reifen 3055 Mark. 3355 Mark. Oh, die hatte Sydney. Sydney hatte Powertech-Felgen in 9x15 auf seinem Golf 2. Das war das Rad. Und da habe ich natürlich auch krass von geträumt, ne? Weil er hatte da sowas halt einfach. Ey. Powertech. Diese Räder, wenn die, das war auch schon krass. Stahlfelgen. Komm, jetzt hier. Bärchen, Radkappen. Heute. Die wird als Felgen, ne? Ja. Das war auch ein krasser Artikel. Diese Lackiersätze für Bremssättel. Achso. Da so hast du so eine Dose drin gehabt mit so Primer und allem drum und dran. Dann konntest du deine Bremssättel in Farbe lackieren. Das gibt's ja jetzt. Ja, genau, genau. Aber das ist halt 97, ne? 50 Mark. So, Distanzscheiben brauchen wir nicht. So, das ist noch vor, Leute, das ist vor KW. Bevor KW in dem Katalog drin war. Glaube ich. Denn H&R war zu der Zeit der Boss. Das war der Fahrwerkshersteller. Vogtlandfedern, Koni Gelb. Ne? Für den Zahnersatz. Koni Gelb war so dermaßen knüppelhart. Bierstein ist da drin. Genau, Bierstein ist drin. Dann D&W Hausmarke, Federn. Eibach. Und wenn so ein Foto war, seht ihr das Auto hier? Das war ein aktuelles Form 1 Auto. Das hier, das waren so Produkte, an die ich gedacht habe bei meinen ersten Autos, weil das war ein Tuning-Produkt. Da wurde dir versprochen, dass das Fahrverhalten besser wird und sowas. Du hast natürlich geglaubt, die Scheiße früher, okay? Domstrebe, oder? Genau. So, und eine Domstrebe kostete damals 100 Mark. Hat es nicht schon einen großen Effekt gehabt, gerade weil die Autos ein bisschen schwammiger waren? Wenn er eine McDrive eine Kurve hat. Das hat schon ein bisschen Effekt gehabt, aber deine Reifen waren halt nicht dementsprechend, dein Fahrwerk war nicht dementsprechend, das war für den Arsch. Aber du musstest eine Domstrebe, wenn du die Haube aufgemacht hast, waren so Standardsprüche, musst du nur Domstrebe holen. Ne? Heute. Juckt geil. Zum Beispiel, jetzt ist auch süß, ich sehe den Motorraum und weiß natürlich, dass es ein VR6 ist. Früher habe ich es nicht gewusst, zum Beispiel. Manta Manta. Das war D&W, dieses bunte. Ein Überrollkäfig, Pedale. Ist das Muster von diesem Harlequin-Golf? Nee, das war so D&W-Style. Kommt aber gleich mal bei Lenkrädern auch. So, jetzt geht's los. Jetzt Bonrad. Power. Das kommt gleich so. Dann gab es von Bonrad auch so eine Batterieabdeckungskappe. Für die Optik. So. The Holy Grail. Und jetzt haben wir hier den Heiligen Gral. Den Heiligen Gral des Tunings haben wir. Das Bonrad Powerrohr. Oh, das war Eigenmarke noch. Kurz danach gab es nochmal das Original. Und dem wird sich aber gedacht, boah, der Bonrad ist so cool. Das machen wir direkt nach und schmeißen ihn raus aus dem Katalog. D&W Powerrohr. In Zusammenarbeit mit dem Haus Bonrad. Ach nee, guck mal. Okay.
D&W Powerrohr. In Zusammenarbeit mit dem Haus Bonrad wurde die Verbindung aus effektivem Motortuning und ansprechender Optik entwickelt. Das Powerrohr ersetzt das Luftverbindungsrohr der Einspritzanlage bei einer Vielzahl der GT- und GTI-Modelle. Nach intensiven Prüfstandsläufen wurden die jeweiligen optimalen Rohrdurchmesser ermittelt. Der Rohrquerschnitt konnte bis zu 30% vergrößert werden, sodass das Gemischvolumen schneller aufgebaut werden kann und der Motor die schnellere Füllung der Zylinder in einen besseren Beschleunigungsvermögen und spontaneres Reagieren beim Gasgeben umsetzen kann. Geil. Ich hätte es geglaubt. Ich auch. Beim Golf GTI 1,8 Liter konnte durch den Einbau eines Powerrohrs sowie eines K- und N-Plattenluftfilters ein deutlicher Leistungszuwachs ermittelt werden. Optik aus dem Motorsport. Unvergleichlicher Sportsound. Optimierung des Ansaugweges. Mehr Leistung. Und du warst an Bord. So, und dann hast du für dieses Rohr, Leute. Das kann nichts, ja? Das ist zusammengebrutzelt, wie wir hier sehen können. Das ist nicht schön. Das gab es in Silber, Rot, Blau. Hast du ausgegeben? Meinem Escort. 140 Mark. Bei den Volumenmodellen, wo natürlich mehr von gemacht wurden. 89,90. Klingt schon besser. Für sage und schreibe 0 PS. Bringt gar nichts. Einfach nur ein Rohr. Ja. Also im Motorraum sah es schon krass aus. Und ich muss echt sagen, es gab viele Leute, die so ein Powerrohr hatten. Ne? Also wirklich. Dann eine Firma, die ich wirklich vergessen habe. Die Firma Digitec. Digitec war, genau, Recklinghausen. Ich wollte es gerade sagen, ne? Hier aus der Gegend. Genau. Und die Firma Digitec war so eine der ersten Unternehmen in Deutschland, die Chip-Tuning angeboten haben. Und die haben auch mein erstes Auto gechippt. Den 1.8T Golf damals, TT. Die haben den gechippt. Bei Digitec. Und dann warst du auch echt krass dabei, wenn das war Wahnsinn. Und das war auch echt schon gut. Und damals kostet Chip-Tuning, zum Beispiel bei einem RS2, 2.700 Mark. Wie viel PS? 45 kW. Brudi. Aber durchschnittlich ist sie mehr so 22 kW mehr Leistung. 1.8T Turbo kostet 2.000 Mark. Dann hier, Haubenlift. Wichtig, K&N Filter. Oh. Oh, das, wenn er sowas sehen, sowas, ne? Und du siehst so in allen Augen so. Oh. Und ich verspreche euch, ne? So ein Auspuff macht der Sound. So ein Auspuff, da kommt echt was aus der Hütte raus. So, wir haben Bosi, Bosima, Bonini. Das war, glaube ich, italienischen Autos. Die war innen rot. Noch nie gesehen. Jetex, Sebring, Ernst. Die waren gut. Walker Gillette, das ist ja auch ein Erstausrüster gewesen, aber da kam echt was raus. Bei so einem Corrado, glaube ich, war das ganz geil. Eine Gillette-Anlage, Bosal, Ansa, guck mal, wie viele Auspuffanlagen herrscht, die sind alle weggestorben. Endrohre, die DTM-Optik, ja, Doppelrohr oder einflutige DTM-Abgasanlage. Darfst du gar nicht mehr, ne? Wieso? Man darf's nicht. Ja? Oben darfst du gar nicht mehr, oder? Sag das mal Lamborghini. Grüße gehen raus. Ja, gefährliches Halbwissen. Das sind echt tolle Erinnerungen, Leute. Wirklich, wirklich krass. Bosi Sportsound. Hier. Das hatten Leute. Ja. Ist das für innen oder ist das für außen? Das ist außen. Das hatten Leute. Du musst dir vorstellen nochmal. Jackett. Ja? Schulterpolster. Die Endrohre. Vorm Tarmcenter in Dortmund. Boom. Goldkette. Tanja. Frisch vom Friseursalon abgeholt. Dicken Kuss. Schwanger. Geil. Oh. Das war echt eine geile Zeit. Krass. Das ist echt geil zu sehen. Diese Seiten fand ich immer sehr geil, weil man kannte nicht so viele Autos. Man hat die nicht so viel gesehen. Und hier konntest du sehr viele Autos sehen. Das war früher, war das viel wert als Jugendlicher. Heute mit Instagram und dann siehst du halt jedes Auto, was du willst. Könnt ihr euch das vorstellen? Man hat die Autos ja nicht gesehen. Das ist dein Instagram sozusagen. Das ist dein Instagram. Das habe ich mir heute, wirklich gestern Abend auf Twitter gedacht. Das ist dann Instagram und alles gleichzeitig. YouTube gleichzeitig. In meiner Fantasie waren die Videos. Oder hast du dir vorgestellt, wie es klingen würde? Und hier hast du gesehen, wie es aussieht. Was bieten die da an? Karosserieteile? Genau, das waren so Heckspoiler und Frontlippen und sowas. Postert. Und hier hast du dann angefangen zu fantasieren, wie ein umgebautes Auto mit einer Frontlippe und so aussieht. Und teilweise konntest du an den Zahlen, du hast das Auto gesehen. Oh, das ist ein schönes Auto. Ah, Audi A3 ist das. You didn't know. Ne? Und so bautest du dir das zusammen. JE Design. Eine sehr coole Marke. Zender auch.
Oh. Finde ich heute noch geil. Diese Frontlippe von Bonrad. Wirklich, wirklich geil. Und das war ja damals alles zugelassen. Und vor allen Dingen, fällt euch was auf, Leute? Ah, hier oben steht's. Universal verwendbar für Cup-Spoiler mit TÜV-Bericht. Wir haben es gesehen. Ja, wir haben ja getrunken an dem Tag. Haben den Spoiler gesehen. Finden wir gut. Da ist ein TÜV-Bericht bei. Aber guck mal, der Golf 3, jetzt mal ohne Spaß heute, seht ihr den? Der hat gezogene Kotflügel mit 9x16 da drauf, mit dem Ding und der Bonrad-Ansaugung, dem Bonrad-Einarmwischer, der kommt bestimmt gleich irgendwo. Dann warst du mit dem Grill ohne Emblem. Dieses Auto, Jungs. Unmensch, du warst kein Mensch. Du warst schon echt ein krasser Typ. Also, hast du das cool, wenn das Emblem weggemacht hat früher? Voll. Ja. Aber musst halt immer zum Lackierer, weil du musst es dann ne, an der Haube. Nee, beim Golf 3 ja nicht. Du musst aber bei dem Golf 4 dann an der Haube diesen Einsatz reinmachen. Das war doof. Dem war ja auch immer, oder finde ich das, wenn ich das jetzt sehe, diese cleanen Türen. Boah, das ist ganz fürchterlich. Dann hast du diese Klicker genommen, weißt du? Und hast dann die Türen aufgemacht. Du hast keinen Türgriff. Das war cool. So, Grill, Karmai. Zum Beispiel solche Teile, ne? Heute. Unbezahlbar. Unbezahlbar. Originaler Karmai-Grill. Jom. Da warst du Chef mit. Mit so einem gecleanten Golf 2 Front. Degenhardt hatte so einen. So ein Ding hatte der mit VR6 Motor. Krass. Und das ist auch so krass für mich. Ich erzähle aber die ganze Zeit über die Leute. Die hatten halt viel mehr so als ich. Und ich habe so geträumt, ne? Marco hatte diesen Golf 2. Dann mit zweiter Turbo hat er umgebaut. Dann hat er auch mal einen VR6 gehabt und sowas, glaube ich. Familie Bui, ne? Familie Bui. Ja. Roter Corrado. Mit der OMP-Abgasanlage mit. Der hatte diese Schmidt-Felgen drauf. Dann Sydney hatte den Golf 2 mit Nutella-Nockenwelle, 90 PS. Und dann hatte der 110 PS oder sowas. Und die hatten halt alle ihre Autos, ne? Und ich hatte noch kein Auto. Und dann hatte ich meinen Polo. Shitbox, sein Vater, weißt du? Und ja, hasseln, Leute. Das kann ich immer wieder nur sagen. Sehr schönes Auto. Peugeot 205. Heller Rückleuchten. Warte, wo sind sie? Warte. Wo sind die bunten denn? So, ne, das war ja so normale Rückleuchten und dann kam, müsste es 7,9 schon gegeben haben, die Marke Inpro, wurde auch ziemlich groß, dann M3 Außenspiegel, kosteten damals 56 Mark und die musstest du haben. Den Grill haben wir auch extra besorgt, der kostete damals neu, Office G3 Projekt, 275 Mark. Das kostet heute 400 Euro oder so? 800 Mark. Ja. Aber ist auch geil, guck mal, hier siehst du den, ne? Und da ist er direkt nachgemacht. Hier, da. Stimmt, doch, habe ich doch noch vorhin gesehen. Ja, boom! Ja. Aber finde ich peinlich. Absolut. Richtig, das war aber der Shit. Das war, du warst nicht doof. Du warst schon anders, aber das war schon ein Muss. Und wieder direkt nachgemacht. Ne? Also, oh, Leute. Porsche, Blinker. Was vertue ich mich jetzt? Oder ist da relativ wenig Opel drin? Da ist wenig Opel drin. Ja, vermisst ich das so ein bisschen. Ja? Schon. Offroad, ne, war da, das war, da habe ich immer so gemacht, da habe ich mal immer drüber gesprungen. Sidepipes, legal. Anbau-Kits für Sidepipes, passend für Offroad-Fahrzeuge und Vans. Bosi Sidepipes bestehen aus hochwertigen Materialien, die Zierblende und das Auslaufrohr aus Edelstahl. Durch den größeren Resonanzraum entsteht ein vollerer Sound. Ob beidseitig, einseitig oder senkrecht. Am Fahrzeug montiert, die Länge der Sidepipes wird zwischen den Kotflügeln und Schweller gemessen mit TÜV-Gutachten. Wer hatte denn die Sidepipes nach oben? Ach, King Cap. High Pipe. 1510. So. So. Airbrush-Motive? Nee, das ist noch gedruckt. Aber Airbrush muss kommen. Getönte Scheiben war auch schon damals echt ein großes Thema. Peter. Geil, Ambiente ist auch schon am Start. Aber sieht sehr billig aus. So ein Leuchtstoff. Das ist krass. Ja, aber das war so. Das war so. Gab's viele, die so ans Auto reingeklatscht haben? Das heißt viele. Also das hatten viele. Das siehst du doch heute noch. Den siehst du heute noch, den Aufkleber. Aber was relativ viele im Ruhrgebiet hatten, waren, das hatten auch viele. Diesen Golfball. Was viele hatten, war diese Tankdeckel mit so einem Sonnenuntergang oder Delfinen so Airbrush drauf. Das hatten viele. Guck mal, 355er hier. Oh, yo, das Airbag-Lenkrad. Das war das Nachrüst-Airbag-Lenkrad. So, jetzt geht's nochmal ins Eingemachte hier.
Traumlenkrad heute. Zwar das nachgemachte, aber mega geiles Lenkrad. Finde ich auch immer noch geil vom Design. Die haben alle die Farben gemacht, ne? Ja. Warum? Benetton, also Benetton Style war das so ein bisschen. Das war so damals so das Ding. Aber du wolltest halt ein, das, ich weiß nicht, das war cool. Das war cool. Ja. Ich kannte viele, die sowas hatten. Dann hast du dir auch das Lenkrad geholt und dann eine andere Farbe in der Mitte gemacht und so. Und genau, ich wollte es gerade sagen. Und hier. Hier ist es. Das war das Premium-Lenkrad. Das kostete damals. Das ist ein Spielzeug. Leder. Ist das aus Toys R Us? Ja, genau. Mit Leder-Prallschutz. 455 Mark, Leute. Und ein 280er Lenkrad ist quasi so. Du fährst so. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Lebensgefährlich. Das fährt so scheiße, ne? Oh. Ey, hier durchzublättern ist einfach der Hit. Das wollte ich auch immer haben. Das waren auch so Produkte, die ich mir leisten konnte. 29,95. Türpinne aus Alu. Lach nicht. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich heutzutage, wenn Leute so zu mir kommen und zeigen mir so ihre Autos, ihre Projekte, und da sind dann solche Sachen dran. Ich respektiere das bis heute immer noch. Weil ich erinnere mich noch dran, ich habe den Katalog durchgeblättert und bin hier stehen geblieben und habe mir wirklich überlegt, ob ich einen Türpin will, so gerade gefräst oder mit diesen Dingern oben drauf. Das war meine Entscheidung. Natürlich gab es auch welche, die haben sowas entschieden. Aber das waren meine Entscheidungen. 29 Mark. Hab sie mir trotzdem nie geholt. Und dann ging es aber auch schnell nach vorne bei mir, dass ich das nicht mehr gekauft habe. Weil dann hatte ich ja meinen Golf 4 mir zusammengespart. Was damals schon echt krass Auto war. Zwar mit 1,6er SR. Und er hat Technikrädern dann drauf. Die kamen raus. Und dann ging es nach vorne. Oh, hier, ihr sagt hier. Ach komm, das sieht geil aus. Das sieht geil aus, lila. Ja, ja. Das geht, ne? Kommt auf den Rest an. Ja, genau. Hier sind sie. Von Manta Manta. Nee, nee. Doch, Mann. Hatten 20% aller meiner Kollegen. Hatten das. Die hatten einen Sonnenuntergang und einen Wasserfall als Drehzahlmesser. So war das damals. Heute muss das voll animiert mit Flammen und digital und Power sein. Und damals warst du mit einem Wasserfall und einem Delfin und einem Regenbogen und Drehzahlmesser warst du der Boss. Nicht animiert. Der war da, ob Schlüssel drin oder nicht. Der war immer da. So, was haben wir noch? Ja, viel Holz, das war nicht so meins. Gelbes Holz, blaues Holz. Boah, yo, Sitze. Jetzt passt mal auf, was das damals schon gekostet hat. Was denkt ihr, Leute? Haben Recaro-Sitze damals gekostet? Elektrische Fenster über zum Nachrüsten. So, hiermit hat man die Türen aufgemacht. Du hast gecleant und hast dann diese Kicker da reingebaut. So, diese Verschlussteile. Fenster. Leute, Schiebedächer zum Nachrüsten. Kennt ihr das überhaupt? Nachrüsten. Man hat das gekauft. Also du hast das gekauft und hast das Schiebedach nachträglich eingebaut. Ein Loch reingemacht. Ja. Eine Schablone, ein Loch rein und dann kam das Schiebedach da rein. Bumm. War natürlich nicht dicht, aber war geil. Dürfte man das theoretisch heute überhaupt noch? Weiß ich nicht, aber das war mein erstes Handy, Leute. Das war mein erstes Handy. So sah das aus. Hammer, ne? So sah das bei D&W früher aus, Leute, ne? So. Und in so einen Raum reinzugehen als Kind, als junger Mann, das war schon krass. Und der Typ mit den Schulterpolstern kam gerade raus. Oh. Genau, und dann gab es nämlich noch die Minidisc kurz. Da hatte Sony probiert, ein eigenes Format zu machen. Das hatte ich aber nicht durchgesetzt und dann... Gab es auch bei der GameCube, haben ja auch so Minidisc gehabt. Ja, und das ging dann nicht. Ich erinnere mich an das Bild, ich wollte das haben. Ist das eine Mülltonne? Das ist ein Subwoofer. Aktiver Subwoofer. Ich habe geträumt von diesen Sachen. Was kostet das? 1000 Mark. Scheiße. Magnat. Das ist so ein eigenes Völkchen. Voll. Aber wenn du eine Magnat Endstufe hattest, ne? Sind das die mit dem LED drin? Mm-mm. Es gab keine LEDs. Stimmt. Es gab die LED nicht, Leute. Also, wenn was leuchtete. Also, es gab diese Displays an den Radios, aber das waren so monochrom oder so. Aber es gab keine LED. Sondern wenn was leuchtet, war dann keine Birne. Und dann hast du Birne gewechselt. Und kurz danach kam was auf den Markt. Käppchen für Birnen. Dann konntest du aus der Birne eine blaue Birne, eine rote Birne oder so machen. Das war schon krass. Ich hatte bei meinem Standlicht, hatte ich dann ein Käppchen drauf gemacht und hatte ich kleine blaue Punkte. Und hab mir eingebildet, das wäre blaues Licht. Ja. Subwoofer, Antennen. Wenn deine Antenne einen Motor hat und hoch rein raus. Kennt ihr das nicht?
Nein, ne? Nee. Okay. Das ist ja jetzt nur noch diese Haifischdinger. Also früher warst du cool, wenn du eingestiegen bist, drehst den Schlüssel um, dann fuhr mit einem Motor die Antenne raus. Und das war sehr cool. Und wenn du ausgemacht hast, fuhr die Antenne wieder rein. Und wenn du sowas hattest, war das schon sehr krass. Zusatzanzeigen. Hupen. Was ist das hier? Sporternährung für höchste Ansprüche. Bio-Shape. Weiß Bescheid. Einarm-Wischsystem. Bonrad. Da warst du weit vorne. Das war die Optik echt krass verändert, weil der Wischer blieb in der Mitte stehen. Also das heißt, wie bei so einem Rennwagen, hattest du den Wischer dann in der Mitte stehend, okay? Das kostet 319 Mark. Das war billig eigentlich. Das ist halt teurer. Auf jeden Fall, Bonrad Einarm-Wischsystem war schon echt, boah. Und du hast nur noch einen Wischer, ne? Also, ich glaube, heute darfst du es gar nicht mehr. Hinten war nur noch Schabernack. Ist da kein Sonax eigentlich drin? Doch, da ist Sonax. Guck mal, Markenbotschafter von Sonax war früher Heinz Frenzen, ne? Und heute ist der Markenbotschafter ich. Überlegt mal, Leute. Wo ich da durchgeblättert habe, habe ich natürlich Heinz-Harald Frenzen so gesehen, weil damals war das nicht so oft, dass Firmen Markenbotschafter hatten, so als Figur. Und heute entscheidet sich die Firma Sonax, dass ich das bin. Verrückt. Lifestyle. Lifestyle. Oh, starke. Die Blicke, ne? Guck mal, er hier. Weiß nicht, das erinnert mich so ein bisschen an Fotos, die wer anders bei seiner Kollektion macht. Stimmt. Ja. Jetzt weiß ich, wo du das her hast. Oh. Ich auch. Bus Patrol, nothing but bass. Ey, Leute, das sind Erinnerungen. Und wenn ich dann so weit war wie jetzt, ne, dann bin ich einfach wieder nach vorne und hab von vorne wieder angefangen und habe ich mich irgendwann pennen gelegt. Ja, Tamiya-Sachen waren auch hier drin. Krass, ne? B&W war damals schon echt ein Anbieter, der echt einen Rundumprogramm hatte, ne? Top-Felgen zu Sparpreisen. Drei Speichen OZ fanden sie nicht so geil. Okay, wir sind am Ende. Hier gibt es noch ein paar Frauen. Aber die dürfen wir eh nicht zeigen. Ja, pass auf, ein paar Kaliber bei, ne? Das waren meine Erinnerungen aus dem D&W-Katalog 1997, der 14 D-Mark gekostet hat. Das ist für mich ein ganz, ganz tolles Geschenk mit ganz, ganz vielen Erinnerungen. Ich glaube, sehr viele können diese Emotionen teilen, weil das einfach dieser Übergang war zu dann was sich holen können. Und du hast dich ja entschieden, du holst dir das oder das, eine Domstrebe oder holst du dir vielleicht Tieferlegungsfedern. Und das war wirklich extrem. Aber was auch extrem war, kurz danach hat der Markt richtig angezogen. Die Produkte sind extrem gestiegen und es gab viel mehr Vielfalt. So 98, 99 rum ging es dann halt richtig los und da bin ich dann auch eingestiegen. Und dann bin ich ja auch wirklich direkt in die Automobilwelt rein. Ne, mit der Ausbildung bei Porsche und dann ging es halt los. Somit ein echt wichtiger Teil. Man muss auch wirklich sagen, D&W ist echt ein wichtiger Teil Automobilszene Deutschland gewesen. Oder zumindest im Ruhrgebiet. Ich glaube aber auch ganz Deutschland. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.